Wir kommen zu den Börsennachrichten. Der Dow Jones befindet sich weiterhin auf Talfahrt. Die Weltwirtschaftskrise lässt sich nicht mehr verleugnen. Meep Arms verlor 240 Punkte. Die Firma für Gartenbedarf Oberwelt, bisher Garant für satte Gewinne, sogar 318 Punkte. Nur für ein Unternehmen ging es steil auf. Das Hörspielprojekt. Die Community für Hörspielmacher entwickelt sich langsam zu einem Global Player. Analysten versprechen Gewinngarantie. Steigen Sie jetzt ein. Die Zukunftschroniken. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben. Aber wir alle nähren diese Zeilen. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. Zukunftstelegramm, 23 Milliarden. Guten Morgen, Dr. Franklin. Morgen, Keen. Was möchten Sie frühstücken, Dr. Franklin? Überrasche mich. Was möchten Sie frühstücken, Dr. Franklin? Toast, Butter, Erdbeermarmelade, dazu Kaffee. Schwarz. Gerne, Dr. Franklin. Der Roboter mit dem Aussehen einer Hausfrau aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war ein Geschenk meines Schwiegersohns gewesen, der maßgeblich an der Entwicklung beteiligt gewesen war. Ich habe darauf verzichtet, die Maschine zu personalisieren, und so nannte ich sie einfach Key. Denn mehr war sie nicht für mich, nur eine künstliche Intelligenz. Key, Tageslichtmodus aktivieren, Nachrichten abspielen. Zwei Nachrichten. Nachricht 1. Morgen, Howard. Jonathan Benson hier. Alles Gute zum 100. Mein Vater zieht im nächsten Jahr nach. Und das dank Ihnen. Ich soll schöne Grüße ausrichten. Wir sollten uns bald mal wieder unterhalten. Die Fortsetzung Ihres Bestsellers wird heiß erwartet. Bis demnächst, Ihr Jonathan. Ihr Frühstück, Dr. Franklin. Boah, der Kaffee ist aber dünn. Die Kaffeepreise sind in diesem Monat gestiegen. Die Ration wurde angepasst. Als würde ich heißes Wasser trinken. Und die Marmelade schmeckt mir heute auch nicht, Key. Das ist bedauerlich, Dr. Franklin. Ich blicke aus dem Fenster. Wüste. Nichts als Wüste. Und Einsamkeit. Aber ich habe es ja so gewollt. Es ist mir einfach alles zu viel geworden. Nur meine Familie würde ich gerne öfter sehen. Meine Kinder sind auch schon alt, in den hohen 70ern, und meine Enkel und Urenkel kommunizieren höchstens mal über das Netz mit mir. Soll ich die zweite Nachricht abspielen? Ja, mach schon. Nachricht 2. Hallo Großvater, hier ist Sally, deine Lieblingsurenkelin. Ja, okay, und deine einzige. Schöne Grüße von Mom and Dad. Heute läuft auf Channel 7 eine Doku über dich. Mom ist da zu Gast. Kannst du dir ja mal ansehen, wenn dir danach ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe zum Geburtstag und schicke viele Küsschen. Bye! Ich fühle mich allein. Selten, sehr selten bekomme ich Besuch. Du hast ja jetzt eine KI, hat mein Schwiegersohn zu mir gesagt, als er die Maschine bei mir anschloss. Mein Tag ist trist, seit ich nicht mehr im Labor arbeite. Bis zu meinem 80. Lebensjahr war ich regelmäßig mit meinen Forschungen beschäftigt, doch
Gegen den gesetzlich vorgeschriebenen Ruhestand kam ich nicht an. Fast ohne Krankheitstage, aber auch das zählte nichts mehr. Na, immerhin erinnern Sie sich noch in sporadischen Fernsehsendungen an mich. Key, Channel 7 bitte. Zeige mir die Sendung über mich von Beginn an. Gerne, Dr. Franklin. Willkommen zu Glanzpunkte der Wissenschaft. Mein Name ist Justin Smith Gross und ich begrüße heute in der Sendung Gertie Franklin Lloyd, eine Enkelin von Dr. Howard Franklin, um den es heute gehen soll. Und Dr. James Bannister, einen langjährigen Weggefährten. Weggefährte? Wie lächerlich. Er war nur ein besserer Handlanger, dieser Emporkömmling. Wie geht es Ihrem Großvater? Er hat sich ja bereits vor über einem Jahrzehnt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Bis auf eine Buchveröffentlichung hat man fast nichts mehr von ihm gehört. Danke der Nachfrage. Er erfreut sich bester Gesundheit und lebt zusammen mit einer liebevollen Haushälterin im Zentrum von Media City. Hörst du? Die reden über dich, Key. Danke für den Hinweis, Dr. Franklin. Sie waren noch ein junger Mann, als er sich in seinen alten Teil verabschiedet hat. Viele sagen, der Ruhm gebührt ihm. Aber das Geld haben Sie gemacht, als Sie dann das Labor übernommen und zu dem gemacht haben, was es nun ist. Ach, wissen Sie, Justin, ich darf doch Justin sagen. Natürlich. Letztendlich ist der Gehaltscheck in unseren Kreisen immer zweitrangig. Dr. Franklin wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und zwar neben Namen wie Einstein und Hawking. Das ist es, was in einem Wissenschaftlerleben zählt. Klugschätzer! Du kannst dir sicherlich deinen täglichen Kaffee leisten. Es gab auch immer wieder kritische Stimmen. Wie gehen Sie damit um? Diese Stimmen gab es bereits, bevor mein Großvater diesen wunderbaren Ausschalten, Key! Ausschalten! Sehen Sie doch, wir alle... Der Monitor wechselt auf ein Standbild. Eine einsame Wüstenlandschaft mit einem Reptil, das auf einem Felsbrocken sitzt. Auch das hat mir mein Schwiegersohn so eingestellt. Das Foto aber habe ich selbst ausgewählt. Oft denke ich, dass meine Forschungen ein Fehler waren und diese Sendung ruft in mir diese Gedanken zurück in mein Bewusstsein. Key, ändere das Panoramabild im Fenster. Ein trockener Steppenläufer klatscht an die Scheibe, als sich das Bild ändert und einer Berglandschaft weicht. Ein kleiner Wasserfall bahnt sich seinen Weg zwischen den moosbewachsenen Felsen entlang und findet sein Ziel in einem kleinen See. Das soll beruhigend wirken, auch wenn man das Plätscher nicht hört. Blödsinn ist das! Mach das weg! Wählen Sie ein anderes Szenario aus, Dr. Franklin, oder bemühen Sie die Random-Funktion. Nein, nein, ich will mich nicht mehr selber belügen. Realitätsmodus an. Die zugegebenermaßen hübsche Landschaft verschwindet. Schlagartig wird es meiner Wohnung dunkler. Regen prasselt lautlos gegen die Scheibe. Ich sehe Wolkenkratzer von schwindelerregender Höhe, die fast mit dem dunklen Grau des Himmels verschmelzen. Ich hatte das Glück, eine Wohnung im unteren Drittel zu bekommen, denn ich wollte meinen Kopf nie in die Wolken stecken. Die Höhe der Gebäude mit vielen hundert Stockwerken hat in den letzten zwei Jahrzehnten stetig zugenommen. Nicht nur in New York City, in jeder größeren Stadt der Welt. Ich möchte den Balkon betreten, Key. Es regnet, Dr. Franklin. Das sehe ich. Meine Regenjacke. Lange habe ich nicht mehr über die Auswirkungen meiner Forschungsarbeiten nachgedacht. Dank meiner Forschungen ist es heutzutage möglich, gut 160 Jahre leben zu können und das bei einer annehmbaren Gesundheit. Nicht umsonst sagt man, 160 ist das neue 80. Doch die zunächst begrüßenswerten Folgen meiner Forschung entpuppten sich als ein Fluch.
Ihre Regenjacke, Dr. Franklin. Danke. Sie sollten nur kurz auf den Balkon verweilen, Dr. Franklin. Es ist feucht und kalt. Ja, schon gut. Tränen füllen meine Augen, als ich von meinem Balkon runter auf die Straße sehe. Die vielen Autos, die sich wie ein Tausendfüßler durch die Straßen bewegen. Schwebewagen und kleine Helikopter, die zwischen den imposanten Gebäuden herumschwirren, und die vielen Regenschirme, die aussehen, als würden sie dicht an dicht auf einem Meer treiben, keine Lücke lassend. Keine Lücke, um innezuhalten, um zu atmen, zu leben, um zu lieben. Eine Flut von Menschenleibern, inzwischen 23 Milliarden. Und ich, Dr. Howard Franklin, habe diese Überbevölkerung noch beschleunigt. Meine Beine werden weich. Ich muss mich setzen. Ich weine. I'm all alone in this ghost town. In truth be told, it's cold and profound. Yeah, I'm all alone inside this home with no one else around. And it feels as though I'll never be found. Zukunftstelegramm, 23 Milliarden. Sie hörten ein Zukunftstelegramm.
23 Milliarden. Dr. Howard Franklin, Werner Wilkening. Key, Dorle Hoffmann. Jonathan Benson, Marek Schädel. Sally, Nadine Most. Justin Smith Gross, Philipp Bösand. Gertie Franklin Lloyd, Birgit Arnold. Dr. James Bannister, Sebastian Schmidt. Nachrichtensprecher Jingle, Marcel Ellerbrock. Intro, Jörg Buchmüller. Credits, Alex Bolte. Schnitt und Sounddesign, Christoph Sobol. Idee und Skript, Frank Hammerschmidt. Titeltrack, Jokey One. Musik, Eccentric Noise, Prisoner. Mattia Vlad Morleo, Wind's Caress. The JR Sound Design, Remember Me. Always the Alibi, My Little Ghost, Abspannlied. Sounds, freesound.org. Foto mit freundlicher Genehmigung der NASA. Cover Design und Artwork, Thorsten Adams. www.ta-mediadesign.de. Das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Dieses Kurzhörspiel entstand im Rahmen eines Wettbewerbs des Hörspielprojekts im Jahr 2018. Dabei wurde aus dem bereits eingesprochenen Text ein Hörspiel mit eigenen Sounds und Musiken versehen. Somit ergaben sich viele individuelle Versionen der immer gleichen Geschichte, so unterschiedlich wie die Vorstellungen der Cutter. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2018.